Hi Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 16 Ultimate. 3, 2, 1. Hi Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 16 Karrieremodus mit Werder Bremen. In der letzten Folge haben wir gegen die Bayern gespielt und wer das nicht verpasst hat, der hat alles in seinem Leben verpasst. Nun spielen wir gegen den VfL Wolfsburg. Ich habe mich jetzt endgültig entschieden, wir bleiben jetzt auf Weltklasse. Einfach weil wir es können. Ja, wie ihr seht, gerade meine Mannschaft ein bisschen umgehen, aber das könnt ihr später in der Mannschaft nochmal sehen. Also ich habe jetzt wieder auf unser normales System umgestellt. Und warum schießt er ins Tor? es gibt Gerüchte über Slatko Junusevic, dass er angeblich an einem Wechsel interessiert sein soll. Also zumindest steht es hier in den Medien. Das VfL Wolfsburg-Spiel kommt natürlich so im Real Life gar nicht vor, aber dadurch, dass Pokal ist, wurde es halt ein bisschen verschoben, das Spiel. Weil eigentlich im Real Life müsste man gegen Mainz spielen. Ich kann euch nicht sagen, wie das Spiel im Real Life ausgegangen ist. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Spiel VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen. Und es ist das erste Spiel, wo ich nicht sagen kann, wie das Spiel im Real Life ausgegangen ist. Nämlich auch das Spiel gegen Mainz, könnte ich euch nicht sagen. Weil es bisher im Real Life noch nicht stattgefunden hat. Der VfL Wolfsburg gestern in der Champions League aktiv gewesen, heute schon in der Fußball-Bundesliga. Keine Ahnung, warum der VfL Wolfsburg so schnell spielen muss. Deswegen spielt der VfL auch größtenteils mit einer B11, weil alle Spiele größtenteils K.O. sind. Also der VfL Wolfsburg tritt hier größtenteils mit einer B-Mannschaft an. Werder durch die ohne Doppelbelastung mit der A11, aber mit Selassie, Felix Groß in der Startformation. Ansonsten sind es die bekannten Spieler. Ja, Werder gegen den VfL Wolfsburg. Ein kleines Nordderby, könnte man schon sagen. Der VfL Wolfsburg steht in der Liga auf Platz 8, stark in der Champions League. Zumindest hier im Spiel. Aber durch die Spiele gestern in der Champions League muss der VfL Wolfsburg jetzt ein Doppelspiel machen, was ich eigentlich von EA relativ dumm finde. Grund ist einfach dafür, dass in einer Woche der DFB-Pokal in FIFA losgeht. Also hier in FIFA 16 Karrieremodus. Und dadurch musste das Spiel verschoben werden, weil angeblich da eine Partie gegen das Spiel gegen den VfL Wolfsburg angesetzt war. Warum man das nicht auf das Wochenende verlegt hat, beziehungsweise auf einen anderen Tag, wo der nicht Champions League Tag ist, don't know. Aber EA-Logik, FDW, wir spielen wieder auf Weltklasse. Das ist Christian Dresch. Und er mit dem Zuspiel für Rodriguez, den Schweizer, 19 Jahre alt. Eigentlich spielen ja da vorne immer Schürrle oder Draxler oder Kruse. Oder Bastos und Latte. Erste richtige Doppelchance für den VfL. 20 Punkte hat Werder jetzt schon auf dem Konto. Das ist deutlich mehr als in der letzten Saison. Und abseits war es angeblich. Würde ich gerne nochmal eine Wiederholung sehen. Denn ich glaube nicht, dass was Herr Heimo Wasserschneider anzeigt. Mit der Fußspitze im Abseits. Okay. Lass mal durchgehen. Glück für den VfL Wolfsburg. Da wird Udja geschickt. Und fast keine gute Ballannahme von Tim Klose. Foulspiel hier von Groß. Hat stark gegen die Bayern verteidigt. Und hier ist Maximilian Arnold leicht angeschlagen. Kann aber das Spiel weiterführen. Freistoß durch Philippe, in Real Life langfristig verletzt. Felix Groß mit dem Luftloch. Aber kein Problem für die Bremer Abwehr. Schönes Kombinationsspiel. Jetzt auf Lorenzen. Lorenzen ist schneller als Rodriguez. Versucht das mit der Grätsche. Riesenchance. Da geht Rodriguez ein hohes Risiko ein bei diesem Tackling da gerade eben. Ist aber nochmal gut gegangen. Glück
für den VfL Wolfsburg in dieser 15. Spielminute. Werder natürlich spielbestimmt, weil hier Wolfsburg mit einer B11 antreten muss. Es fehlen halt einige gute Spieler. Einige Namen wurden schon genannt. Unter anderem auch Luis Gustavo, Dante, Benaglio, alle nicht dabei. Aus Gründen der Erschöpfung. Einfach, wie gesagt, dumm geplant von EA. Auch Luis Gustavo spielt mit, aber zum Beispiel Gila Wugi nicht. Kruse ist das. Mit dem Zuspiel für Rodriguez und der mit der Reingabe. Wiedwald ist dazwischen. Stark pariert und nun der mögliche Konter. Nur das Zuspiel von Pizarro nicht gut genug. Achtung, Daniel Caligiuri. Maximilian, schönes Kombinationsspiel, aber Westergaard dazwischen. Immer die Bremer mit einem Fuß dazwischen. Schöner Kopfball da mit der Verlängerung zu Slatko Junusovic. In der Mitte wartet schon Claudio Pizarro. Wunderbare Hereingabe von Junusovic. Bester Torvorbereiter der Liga mit 5 Stück. Und hier fast mit seiner 6. Vorbereitung. Wie aus einem Guss. Schon 9 Scorerpunkte. Und das zum Anfang dieser Saison. Achtung, da wird Lorenzen gefoult. Aber richtig entschieden, kein Elfmeter. Erst der Ball und dann Lorenzen in dieser Szene. Aber es muss ja für einen Elfmeter genau andersrum sein. Ecke und in der Mitte ist Alejandro Gálvez und mit den Fingerspitzen Max Grün. Und es gibt keine Ecke? Okay. Eigentlich erwartet, dass da Grün noch dran war, aber war anscheinend doch nicht. Sah aber für mich so aus, dass dort der eigentlich dritte Torhüter des VfL Wolfsburg dran war. Weil zweiter ist ja eigentlich Kuhn Castells, der letztes Jahr noch für Werder Bremen im Tor stand. Zumindest für eine halbe Saison. Bisschen trash ist das. Philippe Wolfsburg mit dem ersten ganz ruhigen Kombinationsaufbau. Aber man merkt den Wolfsburgern an, dass es ihnen hier heute sehr schwer tut. Gegen diese vollbesetzte Bremer Mannschaft und sie nur mit einer Ersatzformation. Schönes Zuspiel dafür. Lorenzen, Grün muss raus. Kommt da Grün nicht raus? Hat Lorenzen freie Bahn. War riskant. Ist aber nochmal gut gegangen. Torhüter öfters mal mit groben Ausflügen. Also was kann ins Auge gehen. Also da muss man natürlich sich als Torhüter entscheiden. Bleibe ich wieder drinnen? Oder komme ich raus und versuche vielleicht sogar ein mögliches Foulspiel zu begehen, wo ich eventuell auch rot kriegen könnte. Aber hier aus Sicht des VfL Wolfsburg nochmal gut gegangen. Das ist Gustavo. Wolfsburg kann natürlich mit dem Punkt leben. Gegen die Bremer. Und Wiedwald, kein Problem. Und das war's. Nach 45 Minuten steht es 0:0. Werder mit den besseren Chancen. Nur halt einfach nicht konsequenter. Was? Wollt ihr mich verarschen? Also die Statistik stimmt man mal gar nicht. Zweite Halbzeit. André Schürrle kommt für den ganz schwachen Francesco Rodriguez. Ricardo Rodriguez fehlt ja zum Beispiel auch. Dieter Hecking sieht, dass sich seine B11 relativ stark schwer tut. Dadurch, dass der VfL Wolfsburg jetzt auch nicht in der optimalen Position steht in der Fußball-Bundesliga, wäre es schon gut, wenn man den einen oder anderen guten Kicker bringen könnte. Von der Bank. Auch wenn Schürrle angeschlagen ist. Von der Champions League und eigentlich noch Regenerationszeit braucht. Aber er muss spielen, weil Werder den Druck immer mehr erhöht. Sich gute Chancen erarbeitet. Maximilian Arnold. Erste richtige Aktion des VfL Wolfsburg in dieser 51. Spielminute.
Ich war halt kein Problem. Nun die Versuchung eines Konters. Gut, ja. Wird da gefoult aus meiner Sicht. Da wird da richtig weggezogen. Also für mich ist das ein grobes Foulspiel. Schiedsrichter sagt, was macht Junuzovic bitte schön da? Junuzovic bedient Max Kruse einmalig. Noch schöner kannst du Max Kruse nicht in den Raum schicken. Und er sagt einfach mal Dankeschön, der deutsche Nationalspieler. Unglaublich, was bitteschön macht Junuzovic mit der perfekten Einladung für Kruse. Unverständlich, was da bitteschön der Österreicher macht. Was für ein kompletter Fehler von Zlatko Junuzovic. Bisher so eine starke Saison und dann dieser komplette Blackout-Pass. Felix Groß. Slassie versucht Junuzovic in den Raum zu stecken, aber der kommt dann leider nicht zum Ball. Da würde ich gerne ein Statement nach dem Spiel hören von Junuzovic, was er sich dabei überhaupt gedacht hatte. Der Spieler, er sollte wahrscheinlich einfach nur zum Mitspieler gehen und dann spielt Junuzovic den Ball in den Lauf von, und das ist für mich einfach kein Foulspiel, wenn man da vorher dieses, was er zum 1-0 geführt hatte, diese Aktion da, das Foulspiel nicht pfeift, dann ist das für mich einfach niemals ein Foulspiel gerade eben hier gewesen. Schlechte unparteiische Leistung. Heute. Die Schiedsrichter mit einer ganz schwachen Leistung. In diesem Spiel, wie ich finde. Oh, versucht hier Udja anzuspielen. Pizarro gelingt aber nicht. Das ist Axios, oder wie der heißt. Ein junger Spieler. Aber Garcia kommt da nicht ran gegen Schürrle und so hat Schürrle den Raum. Alter, wir müssen jetzt hier mal irgendwas bringen. Kann ja nicht so weitergehen. Aber was bitteschön macht dieser Idiot denn bitte? Junuzovic raus. Lorenzen auch und Johansson. Dreifachwechsel bei Werder Bremen. Neue, frische Kräfte. Und auch Draxler auf der anderen Seite. Kopfballablage. Arnold! Und die Chance, glaube ich, für Klose war es. Oder Kruse. Trotzdem gute Möglichkeit. Ja, dann in der zweiten Halbzeit jetzt nicht mehr so aktiv. Wie noch zu Beginn dieser Partie. Fritz. Ach, unnötiges Zuspiel. Warum will er den denn auch traumhaft spielen? Unnötig, dieses Zuspiel. Wolfsburg jetzt drin im Spiel, weil sie auch das Spiel kontrollieren. Aber diesen Fehler darf sich Arnold nicht geben. Anthony Udja und Johansson kriegt das Zuspielen einfach nicht optimal hin. Vestergaard lässt er den Ball vorspringen. Auch wieder relativ stark und nötig. Und was macht bitte denn Theo Gebrselassie im letzten Spiel? So unglaublich überragend. Und diese Situation ist einfach nur unverständlich. Hat den Ball eigentlich sicher und lässt ihn einfach an sich vorbeirollen. Max Kruse, Vestergaard dazwischen. Fritz, nächster Fehlpass, Werder. Fritz bedient mal wieder den VfL Wolfsburg. Natürlich sind das Grün-Weiße, aber das sind irgendwie andere Gegenspieler. Irgendwie hat man das in Bremen nicht gerafft. Wildwald. Jetzt ist auch noch Bas Dost drin, ne? Drei Wechsel von Wolfsburg, drei große Spieler. Schürrle, Wildwald, was macht der denn da genau in die Beine von Schürrle? Das ist doch nicht zu fassen, was macht Werder gerade? Immer schön rein in die Gegnerspieler. Jetzt fehlt wieder der Raum. Johansson geht nicht in den Raum. So die Chance verpufft. Hätte Johansson sich einfach in den Raum stellen können, aber so muss Udja lange, lange Zeit warten, bis Johansson den Raum und die Lücke findet. Öztunali verliert diesen Ball schlampig. Ganz schwache Leistung von Werder. Nach dem starken Auftritt gegen die Bayern, jetzt eine unterirdische Leistung. Galvez nimmt Öztunali den Ball ab. Werder komplett von der Rolle. Bastos, Schäfer mit der Chance zum 2-0. Werder findet in der zweiten Halbzeit nicht mehr statt.
dank Zlatko Junuzovic, der Max Kruse zum Tor eingeladen hat. Ein Gastgeschenk, das man so nicht so oft sieht. Werder ohne wirklich Zug und Zwang aus Wolfsburger Tor, weil niemand mehr irgendwelche Lücken sieht und findet. Ganz schwache Leistung aus meiner Sicht. Freistoß. Santiago Garcia. Fritz! Fast der Lucky Punch! Clemens Fritz, und da fehlt nur Zentimeter! Oh, Max Rühn, der weiß genau, dass er da richtig viel Dusel hat. Den hätte er nicht mehr gekriegt. Das war aber trotzdem wahrscheinlich die letzte Aktion. Werder mit einem ganz schwachen Auftritt. Weil Werder jeden Ball gefühlt verliert, beziehungsweise den Ball in den Gegner relativ souverän spielt. Ganz schwache Leistung von Werder. Keine Lücken gesucht, beziehungsweise gefunden. Und auch ein ganz schwaches Stellungsspiel. Wolfsburg bedankt sich bei Werder Bremen, weil sie 2-3 Gastgeschenke bekommen hat. Da sagt man einfach Dankeschön an den VfL Wolfsburg für eine gute Champions-League-Leistung. Und Max Kruse, der bedankt sich wahrscheinlich mit Zlatko Junuzovic bei einem Bierchen, vielleicht heute an der Bar, weil der war wirklich geschenkt, dieses Tor. Junuzovic mit seiner 6. Torvorbereitung in dieser Saison. Problem ist aber, die wird nicht gezählt, weil es für einen anderen Spieler war, aber trotzdem mustergültige Vorlage. Und ich glaube, da gibt, wie gesagt, Max Kruse heute mal ein Bierchen aus. Unglaublich! Was war das? Alter, die spielen genau den Ball in den Gegner. Von Junuzovic. Ich wollte, dass sie den wegkloppen. Und dann spielt er genau in den Lauf von Kruse. Ey, unglaublich. So eine Zange. Können wir uns unterhalten? Hä? Ja, aber dann musst du nicht den Ball genau in. Dann musst du aber nicht den Ball genau in den Gegner reinspielen. Ich weiß nicht, willst du zum VfL Wolfsburg wechseln? Oder warum haust du den genau da zum Gegner? Honk. Was anderes kann man. Maxi Eggestein bespielen. Ja, ich werde dich auch spielen lassen. Aber wir sehen uns erst in der nächsten Folge wieder. Einfach nur unfassbar, was Junuzovic, Alter, ich wollte den weghauen, dann spielt der genau Kruse den Ball in den Lauf. Aber Alter, ey, die spielen den Ball, die haben den Ball heute genau, Mann, schön in den Gegner gespielt. Unglaublich einfach. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.